Zum nächsten Kapitel. Dieses Kapitel heißt Definition. Ich lese mal vielleicht alle Kapitel durch. Also das Buch ist strukturiert in drei Teile. Das Buch ist immer da, wo es wissenschaftlich auch begründbar ist, anhand einer Geschichte, anhand einer Episode aus meinem Leben beschrieben. Also wissenschaftliche Themen, Facebook, Gruppenbildung, die Dynamik, die Politik, Politiker, mnoga Politiker, Philosophia, Uchtia, Philosophia, das ist über die Philosophie und über die Gruppenbildung von morgen. Wir sind eine Gruppe, die ist schwer zusammenzuhalten, weil das sind hier sehr stolze kaukasische, georgische Männer, aber selbst diese Gruppe lässt sich zusammenfügen mit Hilfe des georgischen Tisches, Tabla, da? Georgische Tisch, Stol, Tabla, eta Mir, da? Georgische Mir. Und потому что мы сюда, hier kann man zum Beispiel eine Gruppe bilden, die wir aus über Facebook, Internet gebildet haben und die halten wir über diesen Tisch zu machen. Also, es ist eine sehr große, sehr wichtige Philosophie über die Gruppenbildung, über die Netzwerkbildung in diesem Buch vorhanden. Und wie gesagt, wir sind in das weite Kaukasus gekommen, um darüber zu reden. Und die Leute interessieren sich dafür. Die Leute interessieren sich für die Politik von morgen, weil die Leute wollen daran beteiligt sein. Ja? Abara, okay. So. Aber dieses Buch ist noch viel mehr als das. Dieses Buch verändert ein bisschen die Welt. Es widerlegt den Darwinismus. Es widerlegt die Schwerkraft. Es ist Relativitätstheorie. Es verändert unsere ganze Welt. Das ist quasi die Bibel von morgen. Das ist die Wissenschaft von morgen. Und da. Also ich. 12 Minuten Grenze war jetzt. Tick 2 läuft. Also hast du es einmal zugemacht und wieder. Ja. Okay, super. Gut. Also dieses Buch hat sehr, sehr viele Facetten. Es hat einen Erzählschrank und der ist der Fake, die Täuschung. Aber wie mir viele gesagt haben und wie ich das auch weiß, es ist nicht so ein theoretisches Buch. Ich erzähle, wie gesagt, sehr viel über mich auf den 150 Seiten. Die sind vor allem mir selbst gewidmet, einfach weil ich mir gesagt habe, gut, die Leute wollen auch wissen, wer etwas geschrieben hat. Und einfach ein persönlicher Zugang ist heutzutage sehr viel wert. Wir leben in einer Zeit, wo viel Copy und Paste passiert. Die Leute arbeiten nicht selbst, sie kaufen sich Informationen, die verkaufen sie wieder. Es ist so eine sehr unpersönliche Zeit. Zeit von der Vervielfältigung, alles wird in großen Mengen hergestellt und das Original, also das menschliche Original zumindest, wenn es als die Arbeitskraft, also die betrachtet wird, das bleibt zurück. Deswegen bin ich hier nach Georgien gekommen, weil ich habe hier nämlich sehr viele Fans. Diese Leute kennen mich aus dem Internet, haben mich gefragt, ob ich hierher komme, ihnen mein Buch vorstelle. Und ich habe gesagt, kein Problem. Ich komme hierher, stelle euch mein Buch vor. Ja. Ich höre Speech in der Stadt. Ja, kann ich noch. Kann ich noch? Ja, aber hey, aber auch. Da kann ich nicht sagen. Это ну дар тебе говорит, да? Там да. Где тебе ну дар? Там да говорит, что сейчас твой то. Да. Но я там да, а я говорю тебе то. Мой то. Да, родину давай, скажи. Ты скажи то. За Грузию, за Германию. Я хочу выпить тост за Себастьяна, потому что он что сделает? Его книга я мы видели, да, и слушали очень хорошо.
Und das Problem ist wieder die Jessica, da. Omar, du sagst das, komm mit Chambo wieder. Omar, Jos, Sebastian, Omar, Jos. Sebastian, ich will dir alles Gute, alles Gute. Ich will dir alles Gute, alles Gute. Alles Gute, alles Gute. Если надо, по-английски тоже скажу, да? Да, да, подскажите по-английски, да. По-английски. I want to drink one toast for Sebastian. Sebastian is a very good man. Because he arrived here, and this talent I very like. You are a real man, a real artist. And 2-3 days I was watching your action, and everything is okay. You are a man. Very good. You are a gangster. Very good. Very good. Very good. До горя, до горя немножко. Да, да. Archivos у Ленин не суратал. Молодец. Другого не могла вот это. Все, кончится книга. Нет, нет, дальше. Нет, честно, это книга все равно. Это грубая книга, много это в тебе. Ты много это все побольше читать. Ай, загар, есть загар. Третий. Я уже черный стал. Да. Also, es sind auch die, es sind so Erlebnisse aus meiner Kindheit in dem Buch drin. Es sind so einige Erfahrungen, die ich gemacht habe, Reisen, persönliche. Es ist sehr persönlich. Also, ich finde, umso persönlicher, desto besser, weil manche mögen das nicht, manche mögen auch kein Pathos. Ich finde Pathos okay. Wenn es persönlich kommt, wenn es ehrlich kommt, finde ich es okay. Und ich finde es auch gut. Also, ich möchte nicht mit so maschinellen Zeug abgefertigt werden. Also das finde ich auch ein bisschen ein deutsches Manko, dass man immer sagt, ja, das ist zu persönlich. Ich finde es gerade gut, gerade in der Kunst. Also Kunst besteht ja auch zum großen Teil aus der Persönlichkeit des Künstlers. Also von daher glaube ich nicht, dass man das Persönliche rausnehmen kann. Hier haben wir eine schöne Amazone. Madame. Juhu! Madame. Juhu! Bitte, das ist da! Juhu! Die Leute sind da! Juhu! 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 So, ich möchte noch mal sagen, das Buch ist in mehrere Teile eingeteilt.